Hey und willkommen zur nächsten Folge von Rust. Heute ein kompletter neuer Server-Restart. Alles wurde zurückgesetzt, neue Regeln wurden ausgearbeitet und das Team startet nochmal frisch. Wir kennen uns jetzt ein kleines bisschen besser aus, deswegen wird das hoffentlich ein bisschen einfacher. Wie weit wir kommen, was alles passieren wird, seht ihr heute und auch was die neuen Regeln sind wahrscheinlich. Seht ihr heute in dieser Folge. Falls ihr Neues mich noch nicht kennt, würde mich freuen, wenn ihr vergesst, den Kanal zu abonnieren. Dann kriegt ihr alles weitere mit von dieser Staffel. Die erste war ziemlich kurz. Und ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus wäre auch immer wahnsinnig lieb. Vielen, vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß und let's go. Ja gut, Gustav, dann lass uns in R14 treffen. Ja, alles klar. Okay, Jungs, wir muten uns. Ich wünsche euch viel Erfolg. R14, alles klar. So, Jungs, bis gleich. Okay, moin Chat. R14 it is. Und dann muss ich mal gerade mal ganz kurz gucken, wo ist denn R14? Damit ich erstmal auf dem richtigen Weg bin. R14. Okay, dann weiß ich jetzt, wo ich denken kann. So Leute, wir starten neu bei Rust. Es wurde alles zurückgesetzt. Alles. Komplett alles. Kann jetzt gut oder schlecht sein? Yo. Yo, moin. What's up? Auf dem Weg zu Grüße. Meiner Base bin ich. Sind wir immer noch in der gleichen Posi? Disconnected? Damit diese Baupläne alle weg sind. Ah, ja, Jungs, seid ihr auch rausgeflogen? ihr habt links nicht hingeguckt. Also Neustart für Baupläne weg. Schade, die schönen Rezepte, die ich gelernt habe. Ja, aber ist ja unfair gewesen. Ist jetzt schon wieder alles? Ich denke mal, die resetten nur die das. Blueprints, die gelernten nur Blueprints gehen weg. Und ich dachte gerade schon, dass ich gebannt wurde. Ohne Witz. Ja, was hast du schon gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich habe jemanden okay. Gesagt, aber man muss ja immer denken, dass du. Ja, ich weiß. Spark, ich habe mir so ein bisschen so ein Beispiel an dir genommen. Ich möchte jetzt anders an das Leben rangehen. Das ist echt wichtig. Spark und ich hatten auch sehr viel Spaß, ohne Leute zu töten. Ja, keine Ahnung, ich bin halt eher so der ein bisschen gechilltere, peaceful Typ, nicht ganz so risky und dies, das, aber. Spaß ohne Leute töten. Oh. Ja, das wir haben so Rätsel gelöst, Junge. Entschuldigung, was? Kann einfach krasse Sachen bauen. Ja, das? Oder halt krasse Rätsel lösen, wie wir bei diesem Kraftwerk. Das war voll schön. Ja, genau. Wenn wir da noch was gefunden hätten. Das sind so Storys, die kann man seinen Kindern erzählen. Wisst ihr noch, ja, damals, wirklich. Wo ich mit Spark Rätsel entdeckt habe? Von den Zeiten, als ich mit Spark ein Rätsel entdeckt. Schön. Ja, generell einfach wieder Tools und alles Mögliche mitnehmen. Steine und whatnot. Kleine Warnung an den Mann da hinten. Wir haben Speere. Hallo? Henki! Gustav! Spark, Digga, let's go! Ja. Spark, okay! Sei gewarnt, auf Speere. Let's go. Okay. Alles gut, ich bin fertig, könnt rein. Ja, ganz. Verbrecher. Nicht mal auf der Toilette was übrig gelassen. Ist fertig, sagt er. Fertig. Spark, wir hatten vor, kurz oben am Fluss vorbeizulaufen wegen Essen. Ja, können wir machen. Würdest du mitkommen? Achtung, ist ein Hund. Weil. Hinter diesem Hund? Schon wieder der Fass am. Oh. Dankeschön. Ja, wo ist Henki? Ich glaube, der hat gedacht, wir sind ja falsch unterwegs hier. Er hat sich die Toilette angeguckt. Nö, ich markiert habe ich. Luftlinie wäre eigentlich geradeaus nach rechts, ne? Nee, ich meine jetzt, wir wollten ja hier beim Fluss vorbei. F13, so, F14. Ja. Damit wir was zu essen mitbringen. Hallo. Moin. Hast du zufällig Essen übrig? Hast du einen Stein? Ich habe Stein ein bisschen was, glaube ich. Nein, aber. Ich habe nämlich keine Items mehr im Inventar. Das ist Cloth. Damit kannst du dich heilen, falls du verhungerst. Ah, okay. Ja. Okay, warte, jetzt den Cloth. Moment, dafür gibt es. Moment. Ich bräuchte nur genug Stein, um mich um einen Stein zu craften, you know? Weil ich habe gar keinen. Ach so, komm, hier kriegst gleich 50 auf einmal. Gar nichts mehr im Inventar. Ich denke mal, das reicht, oder? Oh, das ist ja nett. Dankeschön. Ja, gern. Ja, das reicht auf jeden Fall. Danke. So. Tschüssi. Oh. I need food. Hier ist noch Metall. Oh, hier ist Fiber. Eventuell kann ich gleich. Rip. Da wurde es etwas radioaktiv. Gut, falls ich sterben sollte, werde ich wieder hier respawnen. Ich habe wirklich
arge Hungerprobleme. Arge Hungerprobleme. Und Zapadon. Oh nein, erzählt mir nicht, dass auch jetzt der Schlafsack wieder weg ist. Ist schon irgendwer von euch in der Nähe von, was war das, R13 oder R14? R14. Ja, ich bin in der Nähe, ich habe auch gerade einen Schlafsack gesetzt, aber ich glaube, ich höre. Hast du Essen? Ja. Nee. Wir werden bestimmt ich habe tatsächlich jetzt Essen gefunden. Ich, bin, boah, ich hab so Probleme, ich muss nicht was essen. Ich habe gut Essen dabei. Okay, wieder da. Bin ich hier richtig? Habe ich einen Schlafsack? Nein, ich habe den Stein noch, das heißt, ich habe den Schlafsack gar nicht bekommen, oder? Ja, natürlich habe ich den Schlafsack noch nicht. Ich bin wieder komplett zurückgesetzt worden. Ah! Ich bin wieder eine halbe Stunde zurückgesetzt worden. Meine Fackel ist auch wieder frisch, richtig. Ist wieder am Verhungern und mir schon wieder zu kalt. Und hier vorne waren Ressourcen, ne? Wehe, ich finde die jetzt wieder nicht. Oder wehe, die sind nicht mehr da. Eigentlich sollte ich die Fässer stehen lassen. Glaube ich. Keine Zeit dafür. Vielleicht ist hier eine Essenskiste oder so. Essen? I need food! Ich weiß aber, dass ich da irgendwo links jetzt hier nicht rein darf, wegen Dings und so, Radiation. Da ist ein Pferd. Mit dem Pferd werde ich jetzt Materialien schnell finden können. Oder macht das Sinn, an der Straße entlang zu reiten? In der Hoffnung, dass so Essenskisten an der Seite sind. Ey, vielleicht macht das Sinn. Ich laufe, ich renne an der Straße weiter. Potatoes. Oh mein Gott! Die Kartoffeln gehen ja übelst! So, Essensproblem fürs Erste gerade mal gelöst. Ich habe zwei Kartoffeln gemacht. Guck, wie viel Hunger ich habe. Oh mein Gott. Hallo, herzlich willkommen. Einmal stehen bleiben. Oh, hallo. Ist das etwa der Gustav? Hat der Gustav zufällig etwas... Das ist etwa der Gustav. Etwa etwas Fasern übrig? Weil ich würde gegen Essen und Bären Fasern tauschen. Ja, das hätte ich auch. Was möchtest du denn? Fasern? Fasern, genau. Achso, Bären hast du. Okay, gut. Ich dachte, du bräuchst auch Essen. Nee, aber ich muss halt auch noch einen Schlafsack machen. Ja, deswegen. Ja, okay, same. Nee, ich dachte, du hast gerade random eigentlich rum. Ja, hier, unser Punkt ist ja gleich ein bisschen nördlich von hier. Hast du da schon was gemacht oder so? Wenn nicht, dann gehe ich da jetzt also hin. Also ich könnte dir... Nee, alles fein. Ich könnte dir 13... Okay. Na, alles fein. Also wir haben jetzt schon... Sind die anderen auch schon da oder wie? Nee, keine Ahnung. Ich bin nur ganz schnell umgerührt, hab ganz dringend erst... Ich war so mit 10 Hunger oder so kurz vorm Verhungern und hab noch was gefunden. Uff. Nee, alles fein. Ah, okay. Also ich gehe jetzt mal da an die unsere Stelle und guck, dass ich mich da ein bisschen breit mache oder so. Okay, perfekt. Let's go. Yo. Oh, moin G. Irgendwo in der Regierung. Moin. Ey, Jungs, moin. Nicht hier bauen. Lasst uns bitte in den Sumpf gehen. Hä, aber... Sind da die anderen denn auch? Hieß es nicht R14? Deswegen, wir treffen uns hier, aber bauen bitte direkt in dem Sumpf, der da hinten ist. Da ist schön gerade, da können wir eine schöne, geile Basis bauen. Hat mir Tasche gesagt. Und da haben wir um uns herum Wasser. Das heißt, wenn uns jemand angreifen will, muss er durch das Sumpfwasser. Okay, hast du die Koordinaten davon, in Quadranten wieder? Unten, R16, ne? R16, S16. Genau da in der Mitte, das ist der grüne Fleck, der da in der Mitte ist. Ah, okay, gut, dann weiß ich, wo das ist. Alles klar. Frage ist halt, dass wir alle dort sind, ne? Ja, ja. Hier im Westen von uns ist noch irgendjemand, ich weiß nicht, wer das ist. Gustav, Baby! Ah, das ist Henki. Ah, hier, wo ist G-Time? G-Time hat gerade vorgeschlagen, dass wir im Sumpf aufbauen. Ey, pass auf, Mitashi, 800 Holz, hier. Holz liegt. Jungs, okay, ich brauch die Essen, Nö, nö, brauch die Essen, ich hab ganz viel. Ich weiß, wo lauft ihr hin? Mitashi, brauchst du Essen? Was ist das immer für ein Chaos, Gustav? Dieses Chaos schon wieder, ne? Ja, wollen die jetzt einen Sumpf oder nicht? Ich weiß es nicht, pures Chaos. Oh Mann, ey. Also auf Mitashi und Henki zu treffen, bedeutet auch einfach nur Chaos, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie schon. Aber warte mal, Mitashi war... Essen und dann reiten die einfach weiter. War Mitashi auch gerade hier? Ja, ey! Ich meinte auch, ich hätte seine Stimme gehört. Wir waren gerade alle fünf hier. Also... G-Time irgendwie nicht. Würde ich gerne Base haben. Gekillt. Ja, Henki, gehen wir jetzt in den Sumpf oder nicht? Bleib bei Mitashi, der baut die Base. Ich hol schon mal Metall. Wo ist denn der? Wo ist denn Mitashi? Ist der im Sumpf oder wo? Da vorne, wir wissen doch nichts. Keine Ahnung, Richtung Südwesten. Ich doch auch nicht, ihr seid in meine Richtung gekommen und er war zwischen uns. Der war doch bei dir! Ich bin so verwirrt. Okay.
Lad ihn nochmal. Team einladen und so. Also ich bin cool mit dem Ort hier. Jita meinte was von Sumpf. Die Sache ist halt folgende, dass wir halt sehr viel... Metashi. Ja, ich habe die Nachricht auch schon bekommen, aber der Sumpf bringt uns halt nichts. Und vor allem, wenn wir in einer Area bauen, wo die Sicht schlecht ist und jemand würde uns zum Beispiel in Anführungszeichen campen oder so, dann hat das eher Nachteile für uns als Vorteile. Okay. Das also hier haben wir sehr viel freie Sicht, was gut ist. Machen wir mal ein Team, Clan, irgendwas? Ich hab dir schon geschickt. Okay, hast bekommen, perfekt. Und ja. Jetzt brauchen wir noch ein Türschloss, ne? Ja, wir haben ja, eins, Beispiel, aber halt nur das, was ich öffnen kann. Wir bräuchten halt, wie gesagt, jetzt kurz einen 5-Sekunden-Moment, wo wir uns normale zusammen treffen, weil G-Time läuft auf der anderen Seite der Map und keiner weiß, was der macht. Kommt da am besten mal raus, weil ich kann mein Schlafzeug nicht bauen. Achso, muss ich mich erstmal anmelden. Achso, ja, die Tür kann ich ja nicht auf und zu machen. Ja, okay. Ja, wie machen wir das denn, wenn da der Schlafzeug drin ist, ich respawn, die Tür ist zu. Ja. Deswegen wäre jetzt der erste Plan, dass wir uns halt ein bisschen splitten, wie du schon sagtest, ein bisschen Sachen ranholen und direkt damit wir einen Code-Lock bekommen. Damit wir okay, das wieder gut. mit dem Code. Ich kann auch einen zweiten Schlafsack machen. Uha, ich hau dir hier ins Gebüsch. Also, falls ihr die anderen seht, bitte teach dir einfach, dass wir halt am besten Metal Frags brauchen zum Start, damit wir den Code-Lock kriegen und sobald wir das haben, machen wir eine kurze 30-sekündige Besprechung und dann ziehen wir durch. Okay, dann gucken wir mal, dass ich ein bisschen an Metall und Stein und Stuff komme und so. Pilz und alles nämlich mit. Ich mache einfach eine Sammeltour. Mich sollte jetzt nichts weghauen. Mit dem weiteren Fiber werde ich mir dann einen Bogen übrigens mal machen. Wenn ich denn welches finde. Und dann gucken wir mal, ne? Oh, was habe ich denn hier gefunden? Eine Kettensäge! Ich habe eine Kettensäge gefunden. Soll ich Gitan die Kettensäge wieder bringen? Yo. So, ist der gerade. Ja, leck grad Ultra Wissen. Ah, Nebel die! Hey, als ob! Moin! Yo! Oh mein Gott, das ist insane am Laggen. Ja, gerade. Nimm die Fässer ruhig, ich geh weiter. Lass nicht killen, okay? Lass nicht killen und. Nee, also Lag ist sowieso doof. So packt. Nee. Also wir sind außerhalb der Killzone, von daher alles fein. Ja. Ich wollte eh weitergehen. Okay, bye! Ich habe schon G-Time abgeschüttelt, der baut da seine komische Ziegenhirten-Base. Wie, der macht jetzt sein eigenes Ding oder was? Wir haben aber einen guten Plan ausgehandelt. Wir nehmen unsere Base als Zwischenlagerung in der Zeit, wo er seine Kleider baut und dann switchen wir das rüber, weil er will so ein Riesending bauen, worüber sich alle freuen. Metashi, fällt mir. Es regt mich auf, dass ich eingesperrt bin! Das war Gustav, oder? Nö, weiß ich nicht, könnte noch nicht sein. Ey, ich Warum stand da bei der Base von G-Time und ich kam da nicht weg. Mein Fuß war angekettet. Junge, ich bin hier die ganze Zeit auf einen Baum an einhaken. Der sieht so aus, du hast noch nie einen Baum gesehen, der so zerstört war. Und Junge, G-Time ist so ein verkiffter Typ vom Festival. Ey, Junge, ich hau schon die ganze Zeit auf den Baum drauf. Der Sumpf ist ja sowas von strong. Wir können hier unendlich trinken, Leute. Der Sumpf ist sau OP. Als ob Trinken jemals ein Problem war. Doch, also, Trinken ist ganz wichtig. Mir ist relativ Wurst. 2 Liter am Tag. Also mir ist relativ Wurst, wo wir die Base machen. Es wäre nur gut, wenn wir uns festlegen könnten. Also machen wir jetzt Sumpf. Ich finde es gar nicht so schlecht, was Metashi meinte, dass wir uns das als Zwischenlager benutzen, weil das ist ja doch relativ mittig in der Nähe von allem. Ich sag mal, wenn unser Hauptbase am Rand ist, aber wir in der Mitte quasi ein Base haben, wo wir wir gehen zum Drop, haben richtig dicken Loot, gehen schnell zum Zwischenlager, um das quasi zu sichern. Und gehen von da aus dann weiter zum Zwischenlager. Aber dass wir halt erstmal kurz safe sind. So. Henki, der Sumpf muss für dich einfach was sein. Wenn du mir sagst, der Sumpf ist nicht dein Ding. Hier haben die Leute keine Deckung vor deinen Helmbomben. Die Sache ist halt folgende, wenn wir so eine richtige OP, gnadenlose Bumser-Base wollen, dann müssen wir eine Leather-Hedge finden. Für euch, falls ihr das nicht wisst, eine Leather-Hedge ist eine... Wie soll ich das erklären? Du ersetzt einen Teil von unserer Base von innen, jetzt zum Beispiel die Base, wo wir uns eben gerade getroffen haben, Spark, dieses normale Viereck. Du kannst dann oben eine Decke ersetzen, ein Viereck, und dieses Viereck wird ersetzt durch eine Falltür. Dann kannst du durch die Base nach oben gehen, ohne dass du nach draußen musst. Und das ist halt super OP. Nur das Ding müssen wir erstmal finden. Oh, tolles. Ich fällt gerade auf, wir können eh kein Ammo machen. Ist der jetzt bei euch eigentlich weg, oder seid ihr auch noch drauf? Genau. Wir sind drauf, aber es bewegt sich halt nichts. Ja, so, ich sitze am Recycler und recycle nix. Wer von uns ist kein Vollzeit-Tür? Ich dachte eigentlich, dass wir da sowieso. Das ist, alles hier, das ist ja wie als wenn Leute jetzt hier Firmen boykottieren oder Firmen angreifen mit. Ja. Das ist, kommt aufs Gleiche raus. Jeder von uns hat ja sein eigenes Unternehmen. Aber jetzt stell dir mal vor, wenn du in der Haut stecken würdest, von den Leuten, die der Server gehört. Erstmal Drama, alle wollen euch packen. Dann dickes Revival mit schöner Ansage und auch flach. Hui. Oh mein Gott, ich hab genau 5200 Punkte bekommen.
Also ich sag ganz ehrlich, nimm das ganz gelassen. Ey, ich auch. Ich gerade auch. Warte, Bro, ich mach gleich Giveaway auf, um den Rust-Code zu verschenken. Tue so, als wenn ich spiele. Und dann geh ich Pizza essen. Das ist der Plan. Keine Ahnung, irgend so ein Tobias, 10 Jahre alt, hat jetzt irgendwie sein Taschengeld für ein DDoS ausgegeben. Das macht er dann morgen nochmal. Das soll er von mir aus jeden Tag machen. Er gibt ja jeden Tag Geld dafür aus. Ja, also ich lieg gerade, kann ich aufstehen. Ja. Fark, hast du das eigentlich mit Chef Strobel mitbekommen? Nee, was denn? Wie ich den verarscht hab. Was du denn die Booster-Displays weggekauft hast? Ja. Echt? Ja, die haben PokéRef geguckt letztens nachts. Und da ist so ein Set, das kommt jetzt Ende des Monats, Hidden Fate kommt raus. Da habe ich dann die ganze Zeit bei ihm im Chat geschrieben. Ich sag so, boah, das Hidden Fate-Set musst du dir mal anschauen, Chef Strobel. Da sind übelst geile Karten drin. Irgendwann liest er das so. Dann guckt er so rein, dann sagt er, boah, das Hidden Fate-Set ist übelst geil. Ich glaube, ich hole mir das gleich. Geht auf Card Market und da war ein Typ, der hat 4 Stück angeboten auf Englisch, ne? Chef Strobel die ganze Zeit so, ich werde mir das holen, das ist so geil, das Hidden Fate-Set. Das ist richtig nice. Dann zieht im PokéRef der Typ einen Glurak. Da sind die voll abgelenkt. Ich kaufe alle 4 Sets raus. Und Chef Strobel will sich die holen und guckt so und sagt so, hä, die sind alle rausgekauft. Du bist schon gemein, muss man auch sagen, ne? Wieso? Ich fand's geil, die Aktion. Ja, für dich halt! Das können die schon ein Schloss bauen, weißt du das? Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Aber der Schrank ist auf jeden Fall safe schon mal jetzt da so ein bisschen. Gott. Ja doch, hier, Codelock. Ich kann Schloss bauen, ich mach eins. Warte. Was ist denn überhaupt der Eingang? Ah, da wurde mein Pferd geklaut, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Reitet da! Ach, wer ist da am Reiten? Ist das? Guck mal. Das ist Spark. Der hat schon Spark, eine Kettensäge, Junge. Ich fass es nicht. Please! Ich fass es nicht. Wie kann man die nicht? Ich will die! Nein, ich will du was brauchst hier auf Spark, stopp! Ja, G, ich würde sagen. Das ist wichtig! Ey, warum habe ich Hunger? Handy, hast du Essen? Essen! Ja, warte. Ja. Ich würde sagen, hier, das ist ein äußerst... Jungs, pass mal auf kurz. Ein würdiges... Jungs. Sekunde, eine Sache... Wir machen denselben Code... Wie letztes Mal. Denselben Code vom letzten Mal. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist ein würdiges Werkzeug für einen Koch. Und deswegen Ehre, bekommst du mir das Ding. Spark. Und warte, du brauchst auch höchstwahrscheinlich Sprit dafür noch, ne? Da, hast direkt noch Oil bekommen. Und jetzt? Ja, danke schön. Ich glaube aber, da muss man Fuel reinpacken. Nö, das hat funktioniert bei mir. Das ist ja Fuel. Oder so. Irgendwie hat bei mir das geklappt. Ja, okay, geil. Muss mal Richtung Bogen kommen. Oder warte mal ganz kurz. Haben wir genug Klau für den Bogen? Kann ich mal vom Bogen jetzt. Als ob du jetzt schon so eine. Du bist doch echt einer, ey. Nee, die hat er von mir. Die. Okay. Hast du die extra gekauft? Nee, die habe ich gefunden. In einem Fass. Ich hat die gefunden, die können wir sogar leeren. Oh, damn. Ja, ich bringe 5000 Steine mit. Wir haben 600 drin, wir haben 5700, das kann alles mit. Das kann alles mit. Wir haben 600 Scrap hier von unten drin. Ich kann gleich auch ein Rezept lernen. Ich habe hier halt ein bisschen Stuff übrig. Weißt du was? Ich könnte hier mal einfach einen Water Barrel hinplatzieren. So eine Art. Damit wir da was trinken könnten, wenn wir das wollten. Obwohl, wir sind ja im Sumpf. Ich glaube, da kann man sowieso unendlich trinken. Hallo? Wir müssen schauen, dass wir vielleicht wieder so eine Schleuse am Anfang bauen. Weißt du, dass man nicht so easy in unsere Base reinkommt? Ja, das müssen wir auch noch machen. Aber warte mal, war das nicht in dieser Season so, dass man nicht die Base zerstören kann, nicht reinspringen darf und so? Du darfst reinspringen, aber du darfst ja nicht auf andere. Ja gut, man darf ja nicht auf andere schießen. Ja gut, hast schon recht. Ja, nee, man darf sich nicht reinspringen. Soll ich mal diesen Hazmat-Anzug erforschen? Das macht keinen Sinn. Hier rein, aber macht keinen Sinn. Workbench Stufe 2, ich kann den jetzt nicht bauen und so, wenn ich den Hazmat Suit erforsche. Ich trage den lieber nämlich durch gerade. Aber du hast ihn schon erforscht, oder was? Nee, ich kann den nicht bauen dann, weil wir brauchen Workbench Stufe 2. So. Und ich trage den lieber jetzt wegen Radioaktivität. Ich kann jetzt Revolver übrigens machen. Ne? Aber bist du sicher, dass der Stufe 2 ist? Ja. Oh, ich brauche einen. Ja, kann ich machen. Sekunde, ich baue dir einen. Geil. Was brauche ich jetzt nicht mehr? Richtig, meine Armbrust. Die kann ich mir jetzt raustun, weil wir haben eine geilere Waffe. Ich habe 40 Schuss, das muss reichen. Ich wollte mir noch so ein Messer machen. Nee, habe ich so ja schon gemacht, alles fein. Ich höre Henke immer nur so arg leise. Ich glaube, ich habe auch eigentlich alles. Ich kann wieder los, ne? Nee, die Armbrust muss ich noch raustun. Armbrust zurück, alles fein. Und den Revolver nutze ich, um etwas zu revolven.
Huch, hier ist jemand. Moin. Moin. Ja, sag ich. Kann ich helfen? Nee, ich wollte mal fragen, ob das in Ordnung ist, ne? Ob da irgendwie... Moment, du bist sehr, sehr leise. Nochmal lauter, bitte. Ich wollte nochmal nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Ach so, ja, alles fein. Ja, moin. Da taucht so ein Zombie vor uns auf und fragt, ob alles bei uns in Ordnung ist, Hanky. Der sieht aus wie aus Walking Dead. Jetzt nicht mehr. What? Der sah wie aus wie aus Walking Dead. So. Das ist auch nicht schlecht. So stellt sich ein Burschen, wenn jemand kommt. Sind das Skins? Digga, kann ich das auch? Kann man dafür, ich zahle auch Geld dafür. Das sind so Kleidung. Nee. Wenn ich genug Scrap habe, lerne ich das nächste Rezept. Ich mache das einfach. Ich sammle immer genug Scrap und ein Rezept zu lernen. Ja, dann hole ich mir das. Und dann geht's weiter, mache ich die nächste Tour. Und so werde ich mich so langsam hocharbeiten, bis ich wirklich alles kann. Überleg mal, ich habe schon Revolver, die kann ich jederzeit machen in der Base. Ich kann mir die jetzt selbst craften. Hätte ich das nicht gemacht, wäre es nicht möglich gewesen. Und das ist halt so meine Taktik. Ich fahre mich so langsam hoch, weil wenn ich mal sterben sollte, ich kann sofort über die Base gehen, mir die Sachen wieder sofort machen, fertig. Das ist ultra OP. Warte mal kurz, kann ich dem Pferd, ich glaube, ich kann dem Pferd kein Schoko geben, oder? Hallo Pferd, isst du zufällig das? Ja! Der frisst Schokolade. Ganz ehrlich, ich will euch irgendwie nicht begegnen. Ihr rasiert immer alles weg. Wir haben gerade wieder Marco Ops getötet. Ich habe ja so viel Loot bekommen, Spark. Ach, Bots. Ja, bei Bots wäre ich theoretisch auch mit dabei. Nee, Marco Ops. Ach so. Marco Ops, ja. Auf Bots hätte ich mal Bock. Aber so, bei Bots das Ding vernichten wäre ich langfristig auch dabei. Wir haben doch noch nicht die Ausrüstung für sowas. Double Berry Shotgun bekommen, das ist schon mal nice. Das ist übel nice, ja. Hä, die Double Barrel Shotgun, die kann ich euch craften mit Munition. Sagt Bescheid, Jungs. Brauchen wir eine Flashlight? Ach, du hast, Spark hat die Double Barrel schon. Ich hab die Shotgun. Hier, ich bin die ganze Zeit am Scrap Farm und durch den Tech Tree durch erforschen. Ich bin ziemlich weit. Nice, Mann. Oh, hier unten ist jede Menge Munition drin, der rechten unteren Kiste für die Double Barrel, ne? Ja. Da habe ich 65 nice. Munition reingepackt. Auf in den Krieg! Wie ist denn euer Plan? Wo wollt ihr denn hin? Ich weiß nicht, ich glaube wieder irgendwie zu irgendwo, wo man Waffen finden kann. Ja. Vielleicht mal Dom oben rauf gehen, aber das sind halt viele Leute, ne? Da war ich eben gerade, ich habe zwar schwierig, da jemals hinzukommen. Also ich war da gerade, ich habe keinen gesehen, echt? Sagen wir so. Ja, ich wollte wissen, ob es eine KOS-Zone ist oder nicht. Ja, oh, da haben wir die ganze Zeit die Leute gekillt. So, warte mal ganz kurz. Ich schmeiß ganz kurz alles in mein Inventar raus, dann komme ich mit. Sekunde. Einfach nur meine Inventar in die Kiste reinschmeißen. Juhu! Lass du sonst Water Treatment gehen, da kennen wir uns auch aus. Vor uns. Nein, ich bin friedlich! Nein, warte, ihr habt mir gerade noch was geschenkt! Ich bin unbewacht, ich kann nichts machen! Nee, wir haben dir nichts geschenkt. Wait, nee, nicht? Warte, du bist nicht von Rewe, Revi im Team? Nee. Nicht vom Rewe, das war ich. Wir sind nicht vom Rewe, wir sind vom Lidl. Sind die close? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die sind schon weg. Ist 2-3 Minuten was, her. Was zu essen? Wie viele waren das? Das waren 3. Oh, vielen, vielen Dank. Okay. Ihr könnt Kaktus haben. Ich habe Kaktus. Ein paar Kaktussen? Nice. Ja, es kann sein, dass die jetzt wiederkommen wegen der Schüsse, Jungs. Aufpassen. Darf ich gehen? Du bist entlassen. Sorry fürs Schießen. Ich höre ja was. Töten ihn? Ja, close. Oh lol, ich hab den nicht gesehen. Ja. Oh mein Gott, das war Revi. Ich hab den nicht gesehen. Er kommt so mit, Moin Dings Leute. Hier, okay. Habt ihr meinen Stuff noch gekriegt? Wir haben alles. Wir haben tatsächlich den Kampf gewonnen. Nee, dein Stuff nicht. Aber MP5 und Semi-Automatic haben wir. Okay. Dein Stuff liegt da noch. Okay, aber dann hol ich mir den. Wir gehen kurz Base, das wegbringen. Ja, und dann nee, ich hol mir den. Nimm schon mal hier mit. Echt? Aber nimm wenigstens die beiden Sachen mit, ja. Alles klar. Radioaktiv, ich bin jetzt Ewigkeit hingeeiert.
Und wer den Stuff nicht bekommen. Ich gehe drauf, denke ich. Hier liege ich auch noch. Oh, mein Stuff ist leer. Moin, moin. Moin, ich sterbe jetzt gleich. Tschüss. Was brauchst du? Kann ich helfen? Ja, Radiation killt mich jetzt halt. Und hier war auch irgendwo nochmal mein Stuff, der ist jetzt weg. Ja, ich bin RIP. Wir sehen uns in einem anderen Leben. Ich hab hier was für dich. Ein Revolvo. Wait, what? For real? Ja, ich sterb jetzt, ich werde dir eh nicht mehr herkommen. Oha. Okay, bye. Tot. Oh, ich seh nichts mehr. Okay. Spark, wir können ja gleich zusammen hin. Nimmst du den Hasma-Zoot mit und dann holen wir uns das. Ach so, nee, da war jetzt jemand anders noch. Der wird wahrscheinlich schon gelootet haben. Also ich bin hingelaufen, bin voll radioaktiv gewesen. Also ich sag mal so, ich weiß ja, was ich hatte. Es war jetzt nicht so übertrieben. Das ist die Pistole, den Shotgun kann ich wieder machen. Ich dachte nur, nee, ich kann ein bisschen Stuff mitnehmen. Ja genau, und der Hasma-Zoot, das ist halt das Einzige, was weg ist. Nebelie und Danny haben mich vorhin ausgeraubt. Die haben mir 50 Scrap Metal beide weggenommen. Guck mal, was wir gemacht haben. Außerhalb von der Kampfzone haben die mich bedroht. Gehen wir zurück. Nächstens kann ich das Tor damit aufmachen, auch wenn ich da, sind immer noch diese Ausgucksmassen. Wo ist noch der Eingang? Ich glaube, der Eingang ist auf dieser Seite, ne? Ja. Jo, und noch Zäune außenrum. Barrikaden. Ja, genau. Hey, GG. Coole Base. Oh. Coole Base. Sehr cool. Coole Base. Danke, Mann. Sehr coole Base. Versuch gleich am besten nicht mehr durchs hohe Gras zu laufen. Ich nehme nämlich gleich diese Teile, die ich hier vorne habe. Hier, pass mal auf, komm mal kurz mit. Ja. Hier, ne? Pass mal auf, guck, warte, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Die setz ich überall hier im Sumpf gleich ins hohe Gras, aber so, dass du die nicht siehst, wie hier. Was meinst du, wie eklig das für die Leute wird, wenn die hier durch den Sumpf laufen? Oh, also im Dunkeln sieht man die auf keinen Fall, aktuell geht's noch. Aber ja, ich habe schon gesehen, dass die einmal rundherum ziehst, die Barrikaden. Geil. Ja. Also in unsere Base kommt man nicht mehr so einfach rein jetzt. Das ist geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.